Hallo zu einem neuen Places to See Video von uns. Und zwar geht es diesmal um den Südwesten der USA, wo wir jetzt unterwegs waren. Und ja, wir waren in den Bundesstaaten Kalifornien, Utah, Arizona und Nevada unterwegs. Und ja, von diesen Staaten, also wir haben natürlich längst nicht alles gesehen, aber von unserer Route aus diesen Staaten haben wir jetzt unsere Top 8 Highlights zusammengefasst. Und die wollen wir euch jetzt gerne in diesem Video vorstellen. Und starten möchten wir unser Places to See mit unserem Platz Nummer 8. Und Platz Nummer 8 ist bei uns Las Vegas. Las Vegas hat uns richtig gut gefallen. Mir zugegebenermaßen noch ein bisschen mehr als Jenny. Die war irgendwie ein bisschen, das war ein bisschen zu viel für ihren Geschmack. Ich fand es ganz cool, aber sieht halt wirklich aus wie ein einziger Freizeitpark, diese Wüstenstadt, die da einfach aus dem Nichts hochgezogen wurde. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Strip entlang zu laufen. Nehmt euch nur genug Zeit dafür, weil der Strip ist wirklich viel länger, als wir gedacht hätten. Man braucht da schon relativ viel Zeit, um von A nach B zu kommen und sich die ganzen Hotels und Sehenswürdigkeiten da anzusehen. Las Vegas hat sich definitiv gelohnt, da dann mal ein paar Tage zu verbringen. Unser Platz Nummer 7 ist der Valley of Fire State Park und zwar liegt der eigentlich vor den Toren Las Vegas und der ist nicht in diesem America the Beautiful Pass enthalten, sondern ihr müsst halt quasi den Eintritt extra bezahlen. Es lohnt sich aber alle Male, weil ihr steht dort eigentlich quasi mitten in der Wüste und die Landschaft ist so unglaublich schön. Ihr seht halt die ganzen Felsen in so einem Rot-Orange-Ton, teilweise dann hell, teilweise auch so grünlich. Manche Felsen sieht aus, als hätte da jemand einen Eimer Farbe fallen lassen. Da habt ihr dann so Flecken drauf, sage ich mal. Dann auch schon alleine diese Straße, die da durchführt. Also wenn ihr mal irgendwo höher steht auf so einem Hügel, das sieht einfach echt richtig schön aus. Das sieht echt einmalig aus. Also wir haben das vorher noch nie so gesehen. Wir haben dort auch ein paar Schlangen gesehen. Also man ist wirklich in der Wüste. Es ist ultra heiß. Von daher, also wenn ihr Wanderung machen wollt, dann sucht euch am besten einen Monat vor Mai aus. Weil wir waren im Mai dort und dort wurde uns schon von Wanderung abgeraten. Aber solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Unser sechster Platz ist die Route 66. Zugegebenermaßen eigentlich eher weniger die Route 66 an sich, sondern mehr die Stops, die wir da hatten, weil die waren ziemlich cool. Die Route 66 war am Anfang auch überraschenderweise ein klein bisschen unbefestigt, also war zumindest sehr viel Schotter auf der Straße am Anfang. Später hat sich das dann aber ein bisschen beruhigt und vor allem die Städte, durch die wir gefahren sind, also Old Man war richtig cool, da laufen die Esel über die Straße und das Ganze sieht aus wie eine einzige Westernstadt, die irgendwie in der Zeit stehen geblieben ist. Da lohnt es sich auf jeden Fall für euch mal anzuhalten. Und auch als wir weitergefahren sind in Kingman, haben wir angehalten, um da Mittagspause zu machen. Da gibt es nämlich ein richtig cooles, klassisches American Diner, was wir jedem empfehlen können. Und als dritte Empfehlung können wir euch noch den Hackberry General Store empfehlen. Das ist so eine alte Tankstelle mit Geschäft dann da dran. Inzwischen ist es ein Souvenirshop und draußen stehen halt viele verwitterte alte amerikanische Autos rum, auch hinten in dem, ich nenne es mal Garten. Also es lohnt sich auf jeden Fall da anzuhalten und sich die Autos und auch den Shop da anzugucken. Das hat ein richtig cooles, ja, altmodisches Route 66 Flair, wie man es sich halt vorstellt. Platz 5 in unserem Ranking ist das Monument Valley und da gleich den Tipp vorab. Also klar, jeder kennt halt diese bekannte Stelle auf dieser Straße, dieser Forrest Gump-Punkt, wo ihr dann halt quasi diese Straße entlanglauft, hinter euch das Monument Valley, das kennt eigentlich jeder. Das ist auch eigentlich bei jedem das Fotomotiv, was sein muss im Südwesten. Aber unser Tipp ist ganz klar, fahrt auch in diesen Park rein. Also auch hier geht halt dieser America the Beautiful Pass nicht. Ihr müsst dort auch den Eintritt extra zahlen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Und ihr habt dort einen 70 Miles Loop, den ihr fahren könnt. Achtung, das ist halt eine unbefestigte Straße, die aber, also ihr seid nicht versichert mit dem Mietwagen. Wir wollen jetzt auch nicht dazu raten, das auf jeden Fall zu machen. Wenn ihr es euch aber zutraut und wir sind da mit unserem Nissan Sentra hergefahren, das war halt alles kein Problem. Also ein bisschen vorsichtig fahren, ein bisschen langsam fahren, dann funktioniert das halt auch. So schlimm war die Piste echt nicht. Auf jeden Fall mal machen, weil ihr kommt dort an so schönen Felsformationen vorbei und auch diese Farben wieder. Es sieht so unnatürlich aus in diesem Orangeton. Es leuchtet einfach richtig, als hätte da schon jemand einen Filter drauf gesetzt oder so. Und ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Fahrt diesen 70 Miles Loop und dann habt ihr einen unvergesslichen Tag im Monument Valley versprochen. Auf Platz 4 in unserem Ranking hat es Sedona geschafft.
Die Stadt hat uns tatsächlich begeistert und wir waren ein bisschen traurig, dass wir da nur einen Tag im Endeffekt waren, weil wir glauben, wir hätten da wirklich 2, 3, 4 Tage verbringen können. Wir haben da die Wanderung gemacht zum Cathedral Rock und können die wirklich jedem ans Herz legen, der einigermaßen fit ist. Wir sind jetzt auch nicht die allerfittesten zugegebenermaßen, haben es aber auch geschafft. Aber die Wanderung hat's wirklich in sich. Also am Anfang geht's noch, das ist ein normaler Wanderweg, aber sobald ihr dann so ein Drittel geschafft habt, geht's teilweise wirklich steil bergauf. Da sind schmale Felsspalten, durch die ihr wirklich klettern müsst. Und ja, es ist man muss sich schon beide Hände freihalten. Ich habe irgendwann die Kamera zum Film auch weggepackt, weil ich beide Hände brauchte zum Abstützen, weil die Wanderung da schon so anspruchsvoll ist, dass man sich zumindest mit den beiden Händen hochziehen, festhalten muss. Aber oben angekommen werdet ihr dann auf jeden Fall mit einem Hammerausblick belohnt. Also die Aussicht da ist wirklich mega und dafür hat sich die knappe Stunde, die wir da hochgewandert und geklettert sind, auf jeden Fall gelohnt. Gerne wären wir auch noch ein bisschen länger geblieben, aber da in der Ferne schon Blitze und Donner zu hören bzw. zu sehen waren, haben wir uns entschlossen, wieder runterzugehen. Hauptsächlich sind wir auf dem Arsch runtergerutscht, weil das Ganze wirklich am einfachsten ging und man so besser runterkommt als zu klettern. Von daher war die Wanderung echt mega cool. Eigentlich wollten wir auch noch eine andere zur Devil's Bridge machen. Das haben wir sein lassen, weil wir da unter Zeitdruck gewesen wären. Also Sedona hat uns auf jeden Fall mega gut gefallen. Wir würden definitiv nochmal wiederkommen, wenn wir jetzt nochmal in die Richtung fahren würden. Platz Nummer 3 ist San Francisco. Und zwar sind wir in San Francisco gelandet und das war somit der erste Stopp auf unserer Rundreise. Und weil uns die Stadt da schon so gut gefallen hat in den 2 Tagen, wo wir die erkundet haben, haben wir am Ende unserer Rundreise nochmal 2 Tage in San Francisco eingelegt. Und ja, wir sind immer noch begeistert von dieser Stadt, einfach diese Vielfältigkeit, was ihr da machen könnt. Ihr könnt dort voll gut alles zu Fuß eigentlich erkunden, also zumindest die Hauptattraktion. Und ja, es hat uns richtig, richtig gut gefallen. Gerade halt auch die Golden Gate Bridge, das war echt so ein Bucketlist-Point, auch dort mit dem Fahrrad einmal drüber zu fahren, die unterschiedlichen Aussichtspunkte mitzunehmen. Das können wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Und achtet darauf bei der Golden Gate Bridge, dass ja, ihr den Tag erwischt, also sobald ihr keinen Nebel seht am Himmel, dann fahrt direkt dorthin und nehmt die Aussichtspunkte mit, weil ja, wir haben sie einmal im Nebel gesehen, wären wir halt nur den einen Tag da gewesen, wären wir sehr enttäuscht gewesen, weil ihr dann wirklich nichts habt von den Aussichten. Von daher der Tipp, sobald gutes Wetter ist, fahrt direkt dorthin, aber halt auch nicht nur die Golden Gate Bridge. Also wir waren auch in Alcatraz, was auf jeden Fall ein Must-Do ist in San Francisco und es gibt noch so viele weitere. Auf jeden Fall sollte das San Francisco auf eurer Tour dabei sein als Stopp. Der zweite Platz in unserem Places to See des Südwesten der USA ist der Grand Canyon. Irgendwie ist man am Anfang immer so, naja, ist halt irgendwie ein Canyon und ein großer Canyon und wer weiß, ob das so toll ist. Zumindest war es bei mir so, dass ich nicht so ganz wusste, naja, wird es tatsächlich so toll sein? Ist halt irgendwie salopp gesagt auch nur ein Berg bzw. eine Schlucht. Aber als wir dann da ausgestiegen sind und allein schon an diesem ersten relativ überfüllten Aussichtspunkt waren, der halt direkt am Parkplatz ist, dachte ich mir einfach nur, wow, das ist einfach eine mega Aussicht. Also der Grand Canyon wird seinem Hype definitiv gerecht und man kann da einfach so unfassbar viele Aussichtspunkte anschauen. Wir haben jetzt, ich glaube, 4 oder 5 gesehen und sind auch ein Stück da an diesem Rim Trail gewandert. Also sind erst mit so einem Shuttlebus ein paar Stationen gefahren und dann von dem Aussichtspunkt quasi wieder zurück zu unserem Auto gewandert. Und ja, die Aussicht da ist mega cool. Also man sieht auch immer irgendwie ein bisschen was anderes, wenn man da herläuft und sich die verschiedenen Aussichtspunkte anguckt. Also der Grand Canyon, das hat, ist wirklich so ein richtiger Bucketlist-Moment gewesen, den wir da abhaken konnten. Ja, es war einfach eine mega Aussicht. Wir hatten leider ein bisschen Pech, dass es zwischendurch zweimal relativ feste geregnet hat. Da musste man eine kurze Pause einlegen, aber auch das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also wenn ihr da in der Gegend seid, macht auf jeden Fall den Grand Canyon, nehmt den mit und wenn ihr genug Zeit habt, auch gerne 1, 2 Tage. Ihr habt da auf jeden Fall genug Punkte, die ihr euch anschauen könnt und langweilig wird es euch da definitiv nicht. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Und ja, eigentlich steht das Ziel schon sehr lange auf unserer Bucketlist. Zwar jetzt nicht in dem Sinne, also wir hatten den Antelope Canyon auf unserer Bucketlist.
Wir waren nicht im Antelope Canyon, weil wir hatten im Vorfeld gegoogelt gehabt, dass es dort eigentlich nur Massentourismus, Abfertigung ist, man keine Zeit hat für Fotos, man da durchgescheucht wird mit 200 anderen. Deswegen haben wir uns nach Alternativen umgeschaut und deswegen ist unser Platz 1 jetzt der Cardiac Canyon. Ist quasi direkt am Antelope Canyon, ist so ein Nebencanyon davon. Sieht fast genau so aus und ja, der Vorteil ist, das ist quasi mehr oder weniger privat, eine Privattour. Also ihr seid dort mit 6 anderen. Nee, mit 4 anderen. Oder, also es sind 6 Leute. Je nachdem, was auch eure Gruppengröße ist. Es sind auf jeden Fall nur 6 Leute. 2 Guides, die da durchgehen. Und ja, mehr kommen halt auch an dem Tag nicht da rein. Also die Tour startet morgens um 8 und geht 6 Stunden insgesamt. Ihr fahrt dort erst circa so eine halbe Stunde oder so mit dem Auto dann hin. Also mit dem Pickup von den Guides. Und dann geht ihr halt in diesen Canyon runter und alleine schon dieser Weg darunter ist schon Abenteuer für sich, aber hoch wird es nochmal schlimmer mit dem Sand. Und ja, dann seid ihr halt unten, es gibt 2 Canyons. In den ersten geht ihr erstmal rein, da läuft ihr mit dem Guide dann bis ganz ans Ende. Der kontrolliert halt noch einmal, ob dort alles okay ist, gerade in Bezug auf Schlangen und so. Wir haben nämlich eine Schlange dann entdeckt gehabt am Ende, die uns leider den Weg versperrt hatte. Und dann lässt der Guide euch, ja, Zeit zur freien Verfügung, ihr könnt dann Fotos machen, so viel wie ihr wollt. Ihr müsst dort im Canyon auch etwas klettern, was aber nicht so schlimm ist. Also ihr müsst so eine Leiter hoch, da ist oben so ein kleiner Spalt, was halt ein bisschen kompliziert ist. Und dann ist auch mal einmal so eine Treppe mit so einem Seil. Das ist auch etwas komplizierter, aber ist auf jeden Fall machbar. Also ich bin da runtergekommen und ja, deswegen, also es kommt jeder von euch da runter. Und ja, wenn ihr dann dort durch seid, geht ihr in den zweiten Canyon, der nochmal viel, viel schöner ist als der erste. Und habt dort dann halt auch nochmal Zeit, also so circa immer 2 Stunden pro Canyon zur Verfügung, wo ihr dann halt Fotos machen könnt und alle. Und es werden dort richtig geile Fotos entstehen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Also wenn ihr Bock habt an Fotos machen, an einer mehr oder weniger privaten Tour durch einen Antelope Canyon, ähnlichen Canyon, dann ist der Cardiac Canyon auf jeden Fall die richtige Wahl für euch. Und als Tipp, nehmt auf jeden Fall ein Stativ mit, weil ohne Stativ sind unsere Fotos nur verwackelt durch die Belichtung und alles. Aber dann habt ihr einen unvergesslichen Tag und auf jeden Fall unser absolutes Highlight auf dieser USA-Rundreise. Ja, das war unsere persönliche Top 8 des Südwesten der USA. Wir hoffen, ihr könnt aus dem Video einiges an Inspiration mitnehmen und habt vielleicht noch 1-2 Dinge erfahren oder gesehen, die ihr auch besonders cool findet und euch schon mal für eure USA-Reise merkt. Wenn ihr das Video gut fandet, dann freuen wir uns immer sehr über ein Like und natürlich auch über ein Abo. Und vergesst auch nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr die Orte fandet, die wir jetzt vorgestellt haben, ob euch irgendwas in der Liste fehlt. Wir hätten die Liste auch noch elendig lang machen können, weil wir echt viele Highlights hatten, zugegebenermaßen. Es war schwierig, sich auf 8 zu beschränken, aber das sind sie jetzt halt geworden. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt zu den Orten, die wir besucht haben, dann besucht gerne unseren Blog www.life-goes-paradise.de. Da findet ihr dann alle möglichen Berichte über die Orte, an denen wir waren. Ihr findet Bilder dazu, also die ganzen Eindrücke, die wir da gesammelt haben. Da stellen wir euch auf jeden Fall alles zusammen, sodass ihr gebündelt alles nach Bundesstaat sortiert finden könnt und nochmal nachlesen könnt. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.